Ja, sie war's. Bitte, helft mir. Oh, wozu brauchst du denn Hilfe? Diese albernen Skampe machen mich noch wahnsinnig. Ja. Du hast übrigens Skampe im Haus. Ich kann helfen, falls ihr es wünscht. Ach, danke sehr. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es Schwierigkeiten einbringen würde, diesen Daedra-Stab zu kaufen. Ja, das sieht sehr interessant aus. Jetzt bezahle ich viel mehr dafür als nur ein paar Goldstücke. Was hat es denn mit dem Stab auf sich? Vor ein paar Wochen kam ein Schwertmagier durch Leavin und er hörte, dass ich gern Raritäten kaufe. Er wollte diesen Stab verkaufen, den ich hier trage. Ich habe ihn nur zu gern gekauft, weil ich den Wert von daedrischen Relikten gut kenne. Oh ja. Ich war allerdings ein wenig misstrauisch, weil er so einen niedrigen Preis verlangte. Sein Verlust, mein Gewinn, so dachte ich. Und du warst nicht misstrauisch? Als ich ihn ein wenig genauer betrachtete, fand ich ein kurzes Wort in Runenschrift darauf. Mit einem Buch aus meiner Bücherei fand ich die Übersetzung. Das Wort war Unsinn. Unsinn? Aber als ich es laut sagte und den Stab dabei festhielt, tauchten plötzlich 4 Skampe auf. Ich glaubte schon, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber seltsamerweise standen sie einfach nur dort. Und schon bald merkte ich, dass sie mir auf Schritt und Tritt folgten. Ich konnte mich mit diesen Skampen im Schlepptau nicht in der Stadt sehen lassen, also entschied ich mich, den Stab wegzuwerfen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, den Stab wirklich aus der Hand zu geben. Dieser Stab ist ganz offensichtlich verflucht und jetzt bin ich daran gebunden. Und wo komme ich ins Spiel? Was soll ich jetzt machen? Was willst du von mir jetzt Macht haben? Ich möchte, dass ihr zur Magiergilde hinübergeht und mit einer guten Freundin von mir redet, mit Alves Uvenem. Sie ist die einzige in der ganzen Stadt, der ich vertrauen kann. Die Magiergilde. Ich konnte ihr bereits eine Nachricht zukommen lassen, aber sie hat mir noch nicht geantwortet. Wenn ich selbst gehe, werden die Skampe mir folgen und mein Geheimnis wird sich allen offenbaren. Ich hätte zuerst zu dir gehen sollen und dann in die Magiergilde. Alves ist eine erfahrene Forscherin. Sie hat sicher einige wertvolle Informationen für euch. Ach, hat sie das. Ja. Die Magiergilde. Böse, böse Magiergilde. Die mir schon oft sehr viele Sachen geschenkt hat. Und es zu wollen. Ich hätte zuerst den Quest aktivieren sollen von der. Mit wem soll ich reden? Mit dir? Hallo, Schüler. Hast du ja? Nein. Schönen Tag. Du bist es erst recht nicht. Du bist ja so böse. Du liest auch was. Ich wollte schon sagen, dein Buch ist hier kaputt. Das ist ja was von deinem Ärmel. Mit dir soll ich reden, oder wie? Arme Rosentia. Sie ist schon seit Tagen in ihrem Haus gefangen. Seit Tagen? Wo kriegt sie denn was zu essen her? Wie habt ihr das gewusst? Kurz gesagt, der Gestank hat euch verraten. Ihr müsst da in etwas getreten sein. Nun, sagen wir einfach, in etwas sehr Unangenehmes. Pferdeäpfel? Sorgt einfach dafür, dass unser Treffen geheim bleibt. Ja, wenn die anderen Magier davon Wind bekämen, dass ich etwas mit Rosentias neuen Gästen zu tun hatte, ich könnte aus der Gilde ausgeschlossen werden. Oh nein, eine Tragödie. Was kannst du mir denn über den Daedra-Stab erzählen? Nach einigen Nachforschungen muss ich wohl leider sagen, dass Rosentia das Unglück hatte, in den Besitz des Stabs der Immerskampe zu geraten. Das hört Ein sich lustig an. Ein fieser Spaß von Sheogorath, würde ich sagen. Das hört sich noch lustiger an. Sie kann an. Nur loswerden, wenn jemand ihn freiwillig annimmt. Wegwerfen oder anderweitig abgeben geht nicht. Niemand würde dieses Ding kaufen, nachdem es jetzt in Gang gesetzt ist. Die einzige Chance besteht darin, ihn zu seiner ursprünglichen Ruhestätte zurückzubringen, zur Dunkelgrundhöhle. In der Höhle befindet sich angeblich ein Schrein für Sheogorath. Dort kann der Stab abgelegt werden und die Skampe sollten zurückbleiben. Ich habe auch gehört, dass der Stab seinen Besitzer deutlich langsamer werden lässt als normal.
Vermutlich noch eine Methode, wie der Schöpfer dieses Stabs das Ärgernis daran noch größer machen wollte. Bitte überbringt Rosentia sofort diese Informationen und helft ihr, wenn ihr könnt. Ich glaube, dass sie kurz vor dem Nervenzusammenbruch steht, die Ärmste. Oh. Also ich finde das lustig. Übermittelt Rosentia meine Grüße. Wenn ich noch etwas tun kann, lasst es mich bitte wissen. Und das Kätzchen hat die ganze Zeit mitgehört. Was ist los, Schüler? Du hast mitgehört. Auf zu lauschen. Hallo, Schüler. Ach ja. Sheogorath liebt seine Streiche, nenne ich das mal. Überbringen wir mal die freudige Botschaft. So, wo bist du? Widerstehen diese Armee. Aber falls jemand mal angreifen sollte, müsste sie eigentlich gut. Diese Skampe lassen mein Haus stinken wie einen Kuhstall. Hier gibt es keine Kühe. Hier gibt es Pferde. Aber keine Kühe. Ich hatte schon befürchtet, dass ihr nicht zurückkehren würdet. Oh, keine Sorge, deine Angst ist unbegründet. Oh, bitte, ich flehe euch an. Bringt diesen Stab in die Dunkelgrundhöhle, damit er und all die Skampe für immer von hier verschwinden. Ich kann nicht kämpfen. Und wer weiß, wer oder was den Schrein bewacht. Und wisst ihr eigentlich, wie schmutzig es in einer Höhle ist? Ich würde meine ganze Kleidung ruinieren. Oh nein! Tut dies für mich und ich werde euch mit einer anderen Seltenheit belohnen, die ich vor einigen Jahren fand. Mit einem wertvollen Ring. Wertvoller Ring? Seid ihr bereit? Wertvoll ist der... Wertvoll der Ring, der wertvoll ist? Naja, ich mach's mal. Hier ist der Stab. Sobald ihr geht, werden die Skampe euch folgen. Aber bitte seid vorsichtig. Ich will nicht auch noch euren Tod auf dem Gewissen haben. Auch noch euren Tod? Das heißt, die Dunkelgrundhöhle ist nicht sehr weit von hier. Damit zu aber der Weg dorthin ist tückisch. Seid vorsichtig und gute Reise. Ist er gestorben, nur wegen dir, oder wie habe ich das zu verstehen? Folgen mir gar nicht. Die Dunkelgrundhöhle erwartet euch. Nein, echt. Ich wollte nur sagen, wo ist die Tür? Und sie folgen mir wirklich. Ich habe sogar so kleine Fesseln an den Händen. Stimmt wieder einer von diesen vielen Scherzen von Sheogorath. Irgendwie muss ich jetzt an den ganzen Sklaven aus Morrowind denken. Ja, hier ist die Dunkelgrundhöhle und da sollen wir für die Magiergilde hin. Deswegen können wir das beides ruhig in einem Rutsch erledigen. Komme ich jetzt hier eigentlich wieder raus? Ich will doch nur hier raus. Hilfe, Hilfe. Das ist so verwirrend. Ja. Als ich offscreen gegangen bin, gerade um ein paar Sachen zu verkaufen, hättet ihr das miterleben müssen. Wie ich hier rumgeirrt bin. Ich brauche ein Navigationssystem. So nach dem Motto in 300 Metern links abbiegen. Was links oder muss ich rechts?
muss geradeaus. Was ist das für ein Navi? Das würde ich niemanden verkaufen wollen. Hallo. Ja. Eure Stadt ist verwirrend. Tut mal was dagegen, Lerwin-Wache. Kauft euch mal mehr Ausgänge. Gibt's, glaube ich, nur 3 Stück. Danach gibt's die. Ja, das kann. Ach, da kommen sie ja. Schwere Waffen und Rüstungen machen euch langsamer, wenn ihr sie tragt. Ach, nee. Ich dachte, die machen mich leichter, wenn ich sie trage. Wie das ausgesehen hat, wie sie denn anders standen. Wie hier Dings. Ach, keine Ahnung, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Polonaise, so. Dunkelforst. Ja. Schon wieder. Ich habe eine ungute Gefühle. Es ist kein Nierenwurz. Reg dich nicht so auf. Es ist kein Nierenwurz. Die Sonne müsste untergehen. Oder aufgehen oder untergehen. Oder beides. Dunkelgrundhöhle. Wo denn? Ach, da oben. Ja, ich sollte hineingehen. Nein, ich wollte jetzt hier vorne stehen bleiben. Diese Questboxen sind so schlau. Und was wartet hier drin auf mich? Bestimmt irgendwelche bösen Typen. Die Böses sind. Die Böses im Schilde haben. Ein Scamp. Scamp, du brauchst mich gar nicht mit deinen kleinen Feuerbällen werfen. Ich habe eine 75%ige Resistenz dagegen. Kleine Feuerangriffe. Ja, genau. Los, Kamps, helft mir mal. Guck mich nicht so an. Was war ich da reingelaufen? Okay. Die stinken und sind nutzlos. Diesmal nicht so viel Lebensenergie verloren. Ihr seid nutzlos. Oh. Was hat Sheogorath... Hat Sheogorath sich überhaupt was dabei gedacht? Hat überhaupt gedacht? Als er dieses Spielzeug erfunden hat... Wo sind meine Schnelltasten für mein Skelett? Jetzt, sobald ich den Schild hole, greifen sie mit Feuerzaubern an. Das ist... Gump, lass mich in Ruhe. Was habe ich dir getan? Genau, du warst. Dass ich vorhin welche in Pravi gekauft habe. Uff. Hey! Oh. Mistvieh. Ich hasse Scampe. Sheogorath, was hast du dir dabei gedacht? Mit dem Stab der Emas. Scampe. Okay, ihr seid die Emas Scampe. Ich dachte schon, muss ich jetzt noch mehr gegen diese Kreaturen kämpfen? Aus dem Weg.